Seid gegrüßt, liebe Freizeithelden. Wir sind wieder in der Cube World und der Garon hat sich hier bequem gemacht am Lagerfeuer und hat mir die ganze Nacht über erzählt, dass er unbedingt in ein Dorf muss, weil er keinen Halt hat. Genau, Leute, hallo und herzlich willkommen wieder. So, wir müssen auf jeden Fall wieder ein Dorf. Wir brauchen Flaschen für Heiltränke, weil wir werden sonst dauernd sterben. Ihr seht, ich habe gerade nur noch 44 HP, aber wir haben noch eine schöne große Höhle da hinten. Ich würde sagen, dann gehen wir nochmal rein und dann gehen wir in ein Dorf, ja. Oder? Ja, ne? Okay, guter Plan, nächster Plan. Genau, machen wir so. Alles klar. Du musst aufstehen. So, die Höhle, welche Höhle meinst du denn? Versteckt, die ist hier unten. Ja. Da geht's rein und ich glaube... Ich bin aber auch nicht mehr so gut beieinander. Ist ja auch nicht. Also müssen wir aufpassen. Okay, Taschenlampe an. Da ist noch Eisen. Das kannst du gerade mitnehmen hier. Ich habe mich gerade... Ah, da geht's lang. Okay. Ja, oh. Ja, waren wir hier schon? Ja, da in der letzten Folge war ich hier drin gestanden. Ne? Wo der Disconnect ja dann war. Drei Eisen. Cool. So, und ich glaube, dass die ziemlich tief reingeht. Immer so ein schmaler Gang. Boah. Das ist ja grandios. Oh, nee, das ist wieder hell. Es gibt aber keine Lava. Da ist nochmal Eisen. Wer ist das? Ach, das ist wieder eine. Ach, Fledermaus. Ja... So. Ja, die haben wir. Okay, da hinten war Eisen, ne? Hier oben. Da. Ich mach das gerade mal. Moment. So. Ja, ich schnapp's mir mal. Ups. So, Dorf. Ups. Oh, da müssen wir genau in die andere Richtung. Da müssen wir. Östlich müssen wir da marschieren. Ah, warte, ich guck auch mal auf die Map, damit die Leute das auch bei mir sehen. Dorf. Ja, da müssten wir jetzt wieder zurücklatschen. Genau. Ja. In Richtung Osten? Genau, im Osten. Okay. Ja, genau. Machen wir das doch einfach. Osten ist da. Okay, machen wir das. Latschen wir mal zurück in das Dorf. Und der Garon hat gesagt, er kann da, was, da gibt es dann... Flaschen kann man Flaschen. Da kaufen, genau. Ich vermute mal, dass man die dann im Fluss oder im See auffüllen kann. Gehe ich mir davon aus. Ja. Ach, liebe Leute, wir haben gerade so gequatscht und haben wir gesagt, das war wahrscheinlich auch beim Livestream beim nächsten. Kann auch sein, dass der jetzt schon gelaufen ist, weiß ich nicht genau. Dass wir da auch eventuell ein bisschen Cube World zocken. Also, wer nichts verpassen will, immer schön den Livestream vom guten Garo. Oh Mist, ich habe hier gerade einen. Einer. Ah, der macht mich natürlich jetzt down. Nicht so toll. Ich bin hinter ihm her, aber er ist relativ schnell. Stimmt. Bleib doch mal stehen. Wenn du stehen bleibst, stürzt du, ne? Ja, genau, jetzt ist schon passiert. Vielleicht kriegst du ihn noch. Ah, nee, ich glaube, der macht dich auch platt. So, Leute, jetzt sind wir schon gestorben. Ja, der Kormling hat uns beide kaputt gemacht. Der freut sich voll. Der tanzt. Der macht so einen Freudentanz. Okay. Busch. Den nehmen wir aber gleich mit. Büsche sind meine Aufgabe. Da ist ein Holzblock. Holz. Sehr schön. Nimm hin. Holz kannst du gebrauchen für deinen Stab bestimmt. Ja. Dann kannst du da noch so eine Stachel dran machen. Oder klopfst einen Nagel rein, das ist schon auch gut. Ja, ihr müsst nicht immer das ernst nehmen, was ich so erzähle. Das ist immer manchmal ein bisschen merkwürdig. Das hat eigentlich mit dem Spiel gar nichts zu tun. Aber das kennen die Leute ja. So, wir sind Achtung. Da sind auf wir Vorsicht. Ein Haufen. Kacke fliegen. Wir wollten Osten. Richtung müssen hier lang, genau. Osten. Was mich halt wirklich auch interessiert, das ist schon wieder eine Riesenhöhle. Anscheinend ist es ein Rieseneingang. Oh. Oh je. Hinter mir ist gerade und hinter dir auch. Dass das dann auch immer so viele gleich sind. Oh, es sind zwei. Und eine Fledermaus. Komm, hopp doch einen Angriff. Die Fliegen haben wir gleich. Ja, haben sie schon wieder. Okay, kommen aber wieder. Okay. Die Fliegen habe ich. Ist nur die Fledermaus. Ich kann mal gucken, wo du bist. Ah, du bist hier drüben. Okay, ich komme. Ah, da, jetzt sehe ich dich. Ah, schon wieder eine. Die Fledermaus ist... Das ist wieder so eine Fliege. Was? Ja. Ich komme mal zu dir. Aber... Die Fliegen gehen aber. Das stimmt. Oh. So. Blatt haben wir sie. Okay. Ja, Leute, wir haben schon 28 Erfahrungspunkte. Das heißt, über die Hälfte vom ersten Level haben wir schon. Oh, da können wir schlafen. Da lege ich mich erstmal kurz knacken. So. Ach, das ist ja toll. Ich bin hier gerade am Kämpfen. Oh, ja, dann ich schlaf da erstmal noch. Und bin gleich tot. Ich komme. Moment. Ja, ich glaube, ich komme gleich zu dir. Gegen was? Ah, gegen die Fliegen wieder. Ja, das war's. Okay, das war's. Ich räche dich jetzt. Ich werde sie ja... Ah, die kriege ich beide. Ja. Weil die sind ja beide nebeneinander.
Und dann können wir uns danach nochmal schön hinlegen zum Schlafen. Ah, da hinten ist er am Fighten. Jawohl. Oh, schon wieder eine Fliege, die ich gerade, glaube ich, gepusht habe. Gab's. Oh, das ist schon wieder eine bei dir. Ja. Ich helfe dir. Eine grüne ist das. Achso, die hast du vergiftet, ne? Mhm. Ja, die hat vergiftet. Dann verliert die, glaube ich, 0,3 oder 0,5 Punkte pro Sekunde. Okay. Leute, ich... Und ich habe, sehe gerade, ich habe 42 Erfahrungspunkte. Okay, ich habe 36, ja. Ich werde mich mal anstellen. Ich werde dann auch nochmal knacken gehen. So, Pilze. Ja, Leute, da haben wir mittlerweile schon einiges gesammelt. Und wir werden ja wahrscheinlich in dieser Folge sogar Level 2 schaffen, gehe ich mal davon aus. Also, wir haben 7 Blumen. Was haben wir noch hier? Ein Block haben wir schon. Hier ein Holzblock. Ich schlafe auf dem Gesicht. Ja, das finde ich immer lustig. Das ist sehr bequem. Wie ist es eigentlich, wenn man sitzt? Regeneriert man da auch ein bisschen was? Nö. Ich bin voll. Warte mal. Okay. Dann gehe ich mal knacken eine Runde. Ja, ich passe auf, dass hier keiner schläft auch im Gesicht. Ja, ist ja klar, man hat ja die Waffe auf dem Rücken. Da kann man ja nicht auf der Waffe sozusagen pennen. Das wäre schlecht. Ich gucke mich noch mal ein bisschen um. So, ich bin auch voll. Wir müssen rechts, ne? Wir müssen nach Osten. Ich sammle alles ein, was hier so rumfliegt. Was ist das? Ich habe die Blume vergiftet. Das war Ginseng, glaube ich. Was du eingesammelt hast, ne? Ja. Blumen vergiften, ja, das geht auch. Ja, das war Ginseng. Okay. Ja, Pflanzen vergiften ist ganz schön mies, ich weiß. Oh, da ist auch nochmal eine. Schön. Ich habe schon eingesammelt. Ah ja, okay, alles klar. Wollen wir mal gucken. Ich glaube, 2 Kupfer kostet eine Flasche. Wie viel Gold haben wir denn? 15, okay. Gold, 15 Kupfer habe ich. Ich muss mal gucken, wie viel ich habe. Vielleicht können wir auch ein bisschen was verkaufen. Wo... Unter was wird das angezeigt, das Gold? Wenn du im Inventar guckst, rechts unten ist einmal 15C für Kupfer. Also bei mir steht ja 15C. So. Ah ja, 11C okay. Habe ich. Ja, da haben wir 26. Ja, das reicht für einige Flaschen, da kriegen wir gut was zusammen. Ja. Dass wir uns hier ausrüsten, auf jeden Fall. Quatsch. La, 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 la. Ah, ich bin immer noch begeistert von dieser Welt. Es ist auch gerade echt schön. Und es läuft auch flüssig, muss ich sagen. Also die Anforderungen sind echt... moderat, muss ich sagen. Ja. Gegensatz zu Minecraft, ne? Also Minecraft braucht da... Kann man nicht motzen. Ja. So, da müssen wir lang. Ah, Leute, guckt euch das an, wie geil das aussieht, wenn man so ins Tal runter guckt. Was war denn das? Was ist denn da los? Leute, was war das? Was ist denn hier los? Da gerade irgendwie der Boden gebebt. Ja. Und irgendwer kloppt sich da auch. Mhm. Das scheint aber ein ziemlich epischer Kampf zu sein, wenn hier sogar der Boden bebt. Oder so war das. Irgendwie war das... Stimmt. Irgendwas klopft nicht hier. Hier unten. Das ist irgendein Riesenboss. Ich greife ihn einfach mal an. Ich mache einfach mal. Oh Mist. Kack. Der nimmt gar keinen Schaden. Das hat komplett viel geschlagen. Können wir wegrennen. Er ist hinter uns. Ja, ich das ist so ein Alpaka. So ein rosaner Alpaka. Okay, Leute, das ist ja peinlich. Wir müssen vor rosanen Tieren weglaufen. Vor rosanen Alpakas weglaufen. Super. Okay, gehen wir mal ein bisschen nach runter. Ich glaube... wir dürfen uns natürlich nicht aus den Augen verlieren, dass wir in Richtung... schützende Heimat. Oh, da sehe ich auch einen Haufen Blumen, dass wir die vielleicht nebenbei noch einsammeln. Denn wir mögen Blumen gerne. Der Alpaka ist weg. Das kennt ihr mir da. Nö, ist weg. Das ist nur so ein kleines Süßer hier. Boah, der ist abgehauen. Der hat gedacht, ach, die lass mal laufen. So, einmal, da haben wir nochmal einen Pilz. Zack. Ja, ich gehe da hinten nochmal zu der ollen Blume. Und direkt, genau, es ist nochmal eine. Was haben wir da? Eine Katze. Und so ein Petfood können wir uns auch nochmal noch holen. Die sind auch, ich glaube, die kosten auch nur 2 Kupfer, sind auch billig. Dann nehme ich den Busch, wenn du die Blume nimmst. Vielleicht kommt da nochmal Holz raus. Dann haben wir einen Pilz. Gut, was war da? Ich bin gespannt. Vielleicht sind die Pilze für dich interessant. Vielleicht kann man die hier benutzen zum Vergiften. Ne? Für das Gift. Dass du da irgendwelche Zeug auf die Waffe legst. Ja, liebe Leute, immer schön schreiben, ne? Falls ihr irgendwie wisst, da kann man ein cooles Gift machen, das ich auf meine Waffen streichen kann, dann unbedingt in die Kommentare, weil wir wissen es nicht. Genau. Oder aber nur eine Spinnenwebe. Was ist denn das? Hinter mir ist irgendwas her, was... ich höre es gerade. Jetzt weg. Okay. Naja, hat sich wahrscheinlich anders überlegt. Das holen wir uns auch noch. Ah, hier auf dem Berg kommen wir aber hoch. Ja, da können wir... Der ist zwar hoch, also groß, schön. Aber nicht so steil. Ist mehr so ein Hügel. Und der hat keinen Überhang. Ah. Ja, da gucken wir schön hoch. Ich bin der König der Welt. Das an, Leute. Wahnsinn, oder? Sieht einfach nur geil aus.
Oder hier, guck mal rechts von dir. Guck mal hier rein. Diesen Tal, Wahnsinn. Ja, warte. Oh. Ja. Oh Leute, ich bin so heiß darauf, das selbst irgendwas aufzubauen. Irgendwie ein eigenes Haus, eine schöne Farm und so weiter. Oh, da hab ich so. Ja, wir haben aber erst so wenig Holz und Krams. Da muss noch ein bisschen mehr. Stimmt sich später noch Bäume anpflanzen. Oh, da haben wir einen Hase. Guck mal hier. Zwei Bunnies. Ja, zwei Bunnies. Die sind aber lieb. Die tun nichts. Das wird immer angezeigt. Ne? Wenn die grün sind, sind sie nett. Und wenn sie rot sind, sind sie ganz aggressiv und böse. Ja. So. Das ist ja auch wie im richtigen Leben. Die Rothaarigen sind auch alle ganz aggressiv und böse. Nein. Da ist ein Busch. Und da haben wir nochmal eine Blume. Ich hoffe natürlich, was ist das da unten? Was ist das für ein Viech? Guck mal hier. So, irgend so ein, keine Ahnung. Der sieht aus wie einer aus der Sesamstraße. Das Ding sieht aus wie aus so einem Ü-Ei oder so. Ja, aber die sind, glaube ich, ziemlich böse. Plane Runner. Testen? Ich glaube, die lassen wir erstmal, oder? Ja, okay. Jetzt müssen wir auch gleich am Dorf sein. Jetzt schreiben wahrscheinlich alle, oh, ihr Feiglinge. Nur mal eine Blume. Ich hoffe auch, dass wir die später anpflanzen können oder so. Stimmt. Da hinten ist noch mal eine. Ah, der ist ein Schaf. Ein Schaf. Kann man da Wolle? Ich finde, die sehen zum Beispiel irgendwie komisch aus. Die sehen aus wie so ein abgetrennter Zottelkopf irgendwie. Ich guck mal, warte, ich habe mir die noch gar nicht... Sieht aus wie so ein Kopf. Ja. Wollen wir mal so ein Schaf? Nee. Ach komm, das ist so lieb und hat hier so eine schöne Wiese. Ja. Oh, der macht aber, okay, der macht aber gut. Vielleicht gibt's Wolle. Wir können uns ein Bett bauen, Leute. Wenn wir jetzt Wolle haben, können wir uns ein Bett bauen. Holz haben wir. Nee, leider nicht. Leider nicht, schade. Nö, gibt gar nichts. Ist nur in seine Stücke zerfallen und geht versickert jetzt im Boden. Oder mal ein Pilz, eine Blume und nochmal ein Busch. Und da sind wieder Alpakas. Die sind ja nett, das haben wir schon rausgekriegt. Ja, da möchte ich mir probieren mit so einem Busch. Und das ist ein Busch. Gut, möchte ich da mal probieren, ob wir die dann zähmen können, weil die kämpfen ja mit uns, ne? Ja. Die Pets. Ja, das wäre schon cool. Haben wir dann Alpaka eben, ist ja auch übelst mächtig. Ein bisschen mehr Schaden, den man austeilen kann, wenn man die Pets mitnimmt. Wir gehen weiter Richtung Osten. Genau. Blume? Ach nee, das ist Ginseng. Ach so. Ja, Ginseng. Ginseng ist auch nicht schlecht. Vergiften. Drei Stück gleich, sehr schön. Da hinten haben wir nochmal eine Blume. Ja, Leute, ich renne das jetzt ab und da haben wir, glaube ich, nochmal Ginseng. Oder auch eine Blume. Können wir uns heute Abend einen schönen Ginseng-Tee machen? Ja. Oder ist das? Ja. Besonders lecker. Okay, Leute, da haben wir jetzt wirklich schon, wir haben jetzt, lass mal kurz gucken, 15 Blumen haben wir schon. Da vorne sehe ich nochmal eine Blume, nochmal einen Pilz. Okay, das wird schon fast zu viel. Wenn wir jetzt eigentlich alles einsammeln. Guck mal, ich versinke gar nicht in dem Wasser. Ja, das ist, glaube ich, nur so sumpfig wahrscheinlich. Ja, genau, so, okay. Das ist ein Sumpf. Ist da was drin? Nö. Ja, genau. Ist kein Bug, ist ein Sumpf. Was ist denn da hinten? Ein Lager? Hier ist ein Lager. Okay. Also hier ist gerade massig Zeug, aber was wir einsammeln können, überall irgendwie. Ja, ich gucke auch noch mal ein bisschen rum und sammle mal ein bisschen was ein. Ich weiß nicht, diese Spinnenweben, ich nehme sie jetzt einfach mal mit. Genau, ich nehme einfach mal alles, was so geht. Ich meine, unser Inventar ist ja ziemlich groß. Da kennen wir echt viel. Wie heißt eigentlich dein Zauber, den du immer machst? Ist das irgendwie... Feuerzauber, nehme ich mal an. Und ich kann aber auch Wasserzauber benutzen. Ah, da kann ich umswitchen, wenn du die Taste X drückst, da siehst du ja deine ganzen Fertigkeiten. Und da kannst du dann, ich weiß nicht, vielleicht kannst du auch was anderes erlernen, eine andere Attacke noch oder so, die du, wo du hin und her switchen kannst. Assassine oder Ninja kann ich machen. Genau, und da kannst du, wenn du das anklickst, einfach auf Learn, das haben auch die Community, hat mir das gestern beigebracht, die haben mir das gestern auch gezeigt, wie das funktioniert. Soll ich mal Ninja lernen? Ja, mach mal. Ich mach mal hier... Oder soll ich lieber hier meine, ich mach mal Wassermagie. Ich weiß so, es nicht. Learn. So, und jetzt siehst du, jetzt mache ich hier einen blauen Wirbel. Okay. Das hat mich aber 19 XP gekostet, glaube ich, oder so. Echt? Also ich hab's... weiß ich nicht. Hab ich jetzt gar nicht geachtet. Nee, ich habe immer noch 43, ist alles gut. Oder unten ist so eine Krähe. Nee, die lass mal in Ruhe. Da haben wir nochmal eine Höhle. Ja, so eine Wasserhöhle. Ja, aber da gehen wir besser mal nicht rein. Nicht, dass da irgendwas drin kreucht und fleucht. Ah, da hinten ist wieder ein Biber. Ein Waschbär. Die sind gefährlich. Die sind total gefährlich. Also auch wenn er mal in der Natur mal einen Waschbären sieht, rennt sofort weg. Waschbären sind total gefährlich. Ja. Da
Das ist Dorf. Das genau, ist Dorf. Das Dorf sein, jawohl. Sehr schön. Ach, hier haben wir doch angefangen. Hier haben wir uns das erste Mal getroffen. Hier beim Waschbären. Und hier sind wir jetzt wieder gelandet. Stimmt. Das war hier, genau, ja. Stimmt. Mhm. Da sind noch zwei Blumen. Ich nehme mal die Reste. Es soll ja auch einen Tag-Nacht-Zyklus geben, ne? Bis jetzt ist nur Tag. Irgendwie. Ja, vielleicht muss man das irgendwie einstellen. In der Nacht, das wäre ja auch mal witzig. Ja. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo hier ein Händler ist, Leute. Mal gucken. Was war das? Boah. Alter, was ist denn hier los? Feiern die hier eine Party? Da ist eine Riesenfarm. Was ist denn das Blaue hier? Ah, das können wir nicht einsammeln. Nö, nee, Weizen können wir gar nicht mitnehmen. Nee. Oh, da haben wir Doch, diese blauen Blumen kannst du kannst du die einsammeln, die blauen Blumen? Nee, aber die Kürbisse können wir einsammeln. Dann machen wir gleich mal ein Stack voll. Ah, also ja, sehr gut. 50 können wir mitnehmen. Da können wir uns Lampen machen. Echt? Nein. Eine schöne Kürbissuppe oder Kürbiskuchen oder so. Ja, Kürbiskuchen. So. Oh, ob die Leute sauer sind, wenn wir denen hier die ganzen Kürbisse klauen? Moment, keiner. Nö. Machen wir einfach mal hier. Sieht uns keiner. Nö. Verkaufen wir dann direkt genau, im Laden daneben. Eigene Produkte, und dann sagt er wahrscheinlich so, oh, solche Kürbisse habe ich auch in dem Garten. Ach, ehrlich? Also ich bin gerade vorbeigelaufen. Ich habe da jetzt keine gesehen. Also. So, nimm auf. Die haben hier so Schilder, die Gebäude. Im Moment sind, glaube ich, nur Wohnhäuser. Was haben wir denn da noch? Ich habe gerade die Vogelscheuche ein bisschen verkloppt. Okay. da bist du. Okay. Das können wir auch noch nicht. Es kann natürlich auch sein, dadurch, dass es ein Alpha ist, dass das hier zwar schon integriert ist, aber noch nicht verfügbar ist. Ich gehe mal stark davon aus, dass man damit, vielleicht sind das so Reben für Trauben oder sowas. Hm. Da hinten sind oder noch mehr Kürbisse. Das kann natürlich auch sein. Oh ja, stimmt. Tomaten? Ja, so Tomatensträuche kann ja auch sein. Dass das so Tomatensträuche sind oder so. Oh, hier, schöner Platz mit der Bank. Mhm. Mhm. Schön, 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 schön. So, gibt's hier echt nur Wohnhäuser? Da steht doch innen oder das ist immer so ein Symbol von der Bank. Ist so ein Schild, das habe ich auch nicht gesehen. Ein Haus mit Übergang mit einer Brücke. Hier ist irgendwie so eine Vase. Ja, mit dem kann man aber nichts machen. Ja. Kann man leider nicht. Da ist ein der Marktplatz. Oh, da haben wir einen Schmied. Hier ist ein Schmied. Das ist interessant für dich. Mhm. Ein Schmied? Kann man mit dem handeln? Ah. Ja, mit dem kannst du auch interagieren. Ja. Ich drück mal auf R. Ah, hier gibt's auch. Ich geh mal zum Amboss. Warte mal. So, jetzt bin ich am Amboss. Wenn ich jetzt hier auf das Eisen drücke, zum Beispiel auf meine Rüstung drücke. Ich kann jetzt also meine Rüstung anwählen und mein Schwert anwählen. Ich habe aber noch kein Iron Cube. Sag mal, kannst du links unten die Information ausblenden? Welche Information vom Server? Ja, da steht ja immer, dass wir ein Pumpkin aufgenommen haben und so weiter. Ja. Wie kann ich das ausblenden? Weißt du das? Puh, weil das Problem ist, wenn ich jetzt hier im Crafting-Menü drin bin und ich möchte da jetzt was lesen und dann... Ich habe, glaube ich, gerade Eisen gebrannt. Okay. Ach, da ist ein Ofen. Hier am Herd. Okay. Genau, und da kann man das einfach umwandeln. Und das Eisen, da können wir dann unsere Waffen, glaube ich, mit verbessern. Das habe ich ja auch gerade mal. Na gut, bei deinem magischen Stab weiß ich nicht, ob das Holz, so geht. Nee, Holz kann ich jetzt nicht umwandeln. Ja, ich guck gerade. Aber ich habe das Eisen. Ach, macht er immer. Umgewandelt. Ja, ich habe jetzt 7, 6, 5, 4. Ich hoffe, die gehen mir jetzt nicht kaputt oder so. Ich packe die jetzt alle da rein. So, jetzt habe ich kein Eisen mehr, aber Silber. Vielleicht muss ich mit meinem Holz auch woanders hin, das kann natürlich auch sein. So ein Magiershop oder sowas. Nee, wie gesagt, das nervt aber, weil wenn ich mir jetzt hier unten gucken will, was ich alles brauche zum Craften, nervt eben die ganzen Einblendungen. Ne? Jetzt ist mein ganzes Eisen weg und ich habe aber immer noch keinen Eisencube. Also kein, das jetzt alles in den Ofen geschmissen und wahrscheinlich habe ich das jetzt alles vernichtet. Ich habe dreimal Iron Cube, habe ich jetzt. Ja, da steht Iron Cube bei mir. Ich habe Wood Cube, Iron Cube habe ich gar keinen. Okay, pass mal auf, ich werfe sie dir mal zu. Hm. Moment. Aber wo ist jetzt das ganze Eisen hin, was ich da in den Ofen geballert habe? Das ist interessant zu wissen.
Kisten. Ah, hier kann man auch noch was machen. Eine Werkbank. Okay. So, was mache ich hier? Equipment. Ah, okay, da kann ich gar nichts machen. Ich kann keine Waffe anwählen. Liebe Leute, wir brauchen eure Hilfe. Ganz dringend. Ich würde sagen, wir beenden die Folge hier an der Schmiede. Und nächstes Mal wissen wir dann genau, was wir machen genau. müssen. Also Leute, kräftig schreiben, immer schön helfen, ne, damit wir hier vorankommen. Gut, genau. Also dann in diesem Sinne, tschüss. Ja. Ich habe noch was zu sagen. Das waren nämlich jetzt 3 Aufnahmen hintereinander. Das heißt, wundert euch nicht, wenn da nicht immer gleich eine Reaktion von uns kommt, direkt im Let's Play. Aber beim nächsten Mal werden wir dann ein bisschen abwarten und erstmal eure Kommentare lesen. Und dann können wir auch darauf reagieren. Genau. Okay, jetzt sage ich auch tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.